Hallo Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier. Das Video hier ist eins, was sich schon unglaublich lange aus der Community gewünscht wurde. Und was wäre ich für ein YouTuber, wenn ich nicht darüber irgendwann auch ein Video drehen würde? Heute geht es um den Reitsport und die Frage danach, ob das in Ordnung ist. Und ich weiß, dass einige aus der Community tatsächlich selber auch reiten. Ich kenne auch Privatleute, die das als Hobby haben, die das ab und zu machen, die sich um Pferde kümmern oder die Pferde zwischendurch auch ausreiten. Und ich muss ehrlich sagen, vor diesem Video hier habe ich es auch nicht genau gewusst. Man hat immer mal wieder aus verschiedenen Ecken gehört, ey, Pferde und deren Anatomie, ist das in Ordnung? Andererseits, Mensch und Pferd zusammen, das kann dem Pferd ja auch Spaß machen. Aber was davon stimmt jetzt, was nicht, das schauen wir uns in diesem Video ganz in Ruhe an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Erstmal muss man wissen, Pferde sind von Natur aus Fluchttiere. In der Natur würden Pferde vom Menschen höchstwahrscheinlich einfach wegrennen, wenn sie den Menschen sehen, weil der Mensch als Spitzenprädator eine Gefahr für das Pferd darstellt. So konnten Pferde bzw. deren Ursprünge viele Jahrtausende überleben. Jetzt ist die Frage, wie ist es möglich, dass wir heutzutage und in den letzten Jahrhunderten auf diesen Pferden reiten konnten und diese Pferde das tolerieren. Was hat sich in der Zwischenzeit also verändert? Mögen die Pferde das oder ist das Tierquälerei? Und das bringt uns direkt zu Kapitel 1, die Domestizierung. Also ganz simpel gesagt, Pferde haben nicht von heute auf morgen einfach aufgehört zu rennen und gesagt, kommt und reitet uns. Stattdessen wurden sie gefangen, gezähmt und domestiziert. Die Ursprungsform, also Pferde früher, sahen vermutlich so oder etwa so aus und sie wurden wie zum Beispiel Rehe oder Wildschweine für ihr Fleisch gejagt. Das erste Pferd wurde vermutlich vor ungefähr 5000 Jahren gezähmt und vor allem für den Transport genutzt. Und seitdem hat es über die Jahrhunderte neue Funktionen in unserer Gesellschaft bekommen, im Sport, in der Freizeit, auch in der Kotherapie. Dabei sind Pferde, wie ich das eben schon gesagt habe, nicht von Natur aus zum Reiten gemacht. Das muss man ihnen auch heute noch über lange Zeit antrainieren, man nennt das Ganze auch Einreiten. Und das ist wie gesagt ein langer Prozess, denn Pferde sind von Natur aus Herdentiere. Das heißt, sie sehen entweder irgendwas als Bedrohung oder als Teil der Herde. Das macht das Ganze also gar nicht so einfach und sogar noch fragwürdiger, wie das Ganze denn nun eigentlich möglich ist. Und deswegen gucken wir uns jetzt in Kapitel 2 an, ist Reiten Tierquälerei. Pauschal, das kann ich euch jetzt direkt vorneweg spoilern, kann man nicht einfach sagen, jeder, der ein Pferd reitet, ist ein Tierquäler. Es gibt Pferde, die werden lieber geritten und es gibt Pferde, die werden weniger gern geritten. So einfach kann man es sich in der Argumentation natürlich aber jetzt nicht machen. Denn erstmal muss man sagen, aus anatomischer Sicht ist ein Pferderücken nicht zum Reiten gemacht. Deswegen kurz das Unterkapitel 2.1, die anatomische Sicht. Wie man anhand dieses Bildes hier sieht, ist der Rückenmuskel eines Pferdes gerade und nicht gewölbt, wie man vielleicht meinen könnte. Denn in der Natur ist es so, dass ein Pferderücken niemals belastet werden würde, es sei denn, ein Raubtier springt auf diesen Rücken drauf und das löst dann automatisch eine Abwehrreaktion aus. Und zwar das Steigen, das Ausschlagen, das Drehen, um dieses Raubtier eben abzuwehren. Und natürlich wird dann dieser Fluchtinstinkt aktiviert und das Pferd rennt im Höchsttempo los. Deshalb ist die Reaktion eines jeglichen Gewichts, was auf diese Rückenmuskulatur drauf geht und damit eben auch das des Reiters, von Natur aus immer ein Zusammenziehen der Haltemuskulatur und somit ein nach unten gedrückter Rücken. Im Grunde wie so eine Art Hängebrücke, was auf dauerhaft schmerzhaft für das Pferd ist. Obwohl aber Pferde von der Rückenstatik her eigentlich nicht dafür gemacht sind, einen Reiter und sein Gewicht zu tragen, halten es die Pferde dennoch sogar ohne richtiges Training und auch bei schlechtem Reitstil über Jahre hinweg aus, einen Reiter zu tragen. Das liegt daran, dass Pferde echte Überlebenskünstler sind. Sie schaffen es nämlich, körperliche Defizite über Jahre lang auszugleichen. Da gibt es zum Beispiel Nerven, die Teile der Wirbelsäule so festhalten, dass sie jahrelang der Belastung standhält. Oder Muskeln, die sich anspannen bis hin zur Verkrampfung und Verkürzung, um den Wirkungen auf dem Rücken standzuhalten. Trotz dieser überlebenskünstlerischen körperlichen Automatismen kann das Reiten zur sogenannten Tragerschöpfung führen. Von dieser Tragerschöpfung spricht man dann, wenn der Pferdekörper irgendwann von der Belastung kapituliert und die Rückenoberlinie sich absenkt, also mit der Zeit so ein Senkrücken entsteht, wie man an diesem Bild sehen kann. Das ist sehr schmerzhaft für das Tier und damit auf jeden Fall als Tierquälerei einzuordnen. Das passiert natürlich nicht bei einmaligem Reiten, sondern dann, wenn man das jahrelang macht. Und das passiert auch nicht bei jedem Pferd gleichermaßen, also das ist ein bisschen unterschiedlich. Das Fatale bei dieser Tragerschöpfung ist, dass die Pferde trotz körperlicher Erschöpfung oder Schmerzen dem Reiter oftmals gar keine Signale aussenden, dass es dem Pferd so geht. Und selbst dann, wenn das Pferd eben deutlich darunter leidet, macht es aber trotzdem mehr oder weniger brav mit, weil es entweder belohnt wird dafür, was es macht, oder es wird bestraft, wenn es das nicht macht, oder die Stunde Abwechslung, die es dann durch das Reiten hat, ist immer noch das geringere Übel, als im Vergleich dazu den ganzen Tag in der Box zu stehen. Eine Untersuchung der Schweizer Rückenstudie der Universität Zürich hat gezeigt, dass 33% der Reitpferde schon Symptome von Rückenschmerzen gezeigt haben, die dort untersucht wurden. 32-52% hatten sogar radiologische Befunde in verschiedenen Körperbereichen. Ursachen dafür sind zum Beispiel ein falsch sitzender Sattel, der dann eben bedeutet, dass der Rücken falsch oder eben ungleichmäßig belastet wird. Wie ein Sattel zumindest nach der Universität Zürich richtig sitzt, das habe ich euch mal in der Quelle 13 unten verlinkt. Da könnt ihr natürlich draufklicken, wenn euch das interessiert. In vielen Fällen beginnt der Prozess der Tragerschöpfung bei Pferden aber schon in den jungen Jahren. Das
Wachstum eines Pferdes ist eigentlich erst mit 5 bis 7 Jahren abgeschlossen und trotzdem werden oftmals schon junge Pferde mit Gewicht belastet. Ein solches zu frühes Anreiten kann eben zu enormen Schäden beim Pferd führen und eben auch zu dieser Tragerschöpfung beitragen. Das betrifft also nicht nur alte und schwache Pferde. Auch das Reiten mit zu großem Gewicht kann zu Tragerschöpfung führen und ist somit Tierquälerei. Es gibt da unterschiedliche Ergebnisse und Meinungen zu, auch unterschiedliche Studien, wie sehr jetzt ein solcher Pferderücken belastet werden darf, also mit wie viel Gewicht. Laut einer britischen Studie aus dem Jahr 2013 beispielsweise ist das ideale oder maximale Gewicht von so einem Pferderücken beträgt 10% des Pferdegewichtes. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass ein sehr dickes Pferd zum Beispiel, was sehr, sehr viel wiegt, eben viel, viel mehr tragen können muss. Liegt das Reitergewicht bei 10 bis 15%, fällt es wohl in diesen Normalbereich, kann in einigen Fällen aber auch schon zu viel sein. Alles über 15% gilt laut dieser Studie als gesundheitsgefährdend für das Pferd. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz dagegen sagt, dass 15% völlig normal sind und auch akzeptabel. Also wie gesagt, Gewichtsbelastungen ab 25 bis 30% sind aber wirklich als tierschutzwidrig anzusehen. Es gibt da verschiedene Anzeichen, wie man auch anhand dieser Grafik hier sehen kann, anatomisch, die eben deutlich machen, dass ein Pferd leidet. Das kann zum Beispiel eben ein ausgeprägter Unterhals sein, durchhängender Rücken, Verweigerung beim Reiten natürlich auch. Und man kann es eben auch einem Pferd ansehen, wenn es nachlassende Freude beim Ausreiten hat. Das sind aber nur so ein paar dieser Anzeichen. So, das war jetzt das reine Kapitel zu Anatomie und ihr seht schon, es ist ein komplexeres Thema. Man kann nicht ganz einfach sagen, einmal auf dem Pferd reiten ist sofort Tierquälerei. Grundsätzlich muss und möchte ich aber trotzdem sagen, und da kann man auch nicht gegen argumentieren, eben rein von der Anatomie her ist ein Pferd nicht dazu gemacht, dass man auf ihm reitet. Das ist nicht, wozu die Schöpfung oder ich glaube eher an Evolution diese Pferde gemacht wurden oder entstanden sind. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Kapitel 2.2 und zwar Hilfsmittel. Es kommt nämlich auch sehr auf die Art an, wie geritten wird und welche Hilfsmittel dafür genutzt werden. Werfen wir zum Beispiel einen Blick darauf, was die Pferdeverhaltenstherapeutin Regina Reinwald sagt, die sich in über 10 Jahren intensiver Recherche mit genau diesem Thema beschäftigt hat. Sie bezeichnet Sporen, das ist das hier, Schlaufzügel, das ist das hier und Kadare, das ist dieses ungebrochene Gebissstück aus Metall mit dieser Hebelwirkung, als tierquälerische Hilfsmittel. Und wenn man sich so einen Sporn hier nochmal anguckt, ihr seht es in diesem Bild eben auch mit einer wirklich so einer Wunde beim Pferd, das ist schon auch crazy, ne? Das kann dazu genutzt werden, dass man dem Pferd eben ein bisschen deutlichere Zeichen dafür geben kann, was man möchte. Man kann es aber eben auch nutzen, wenn das Pferd sich weigert, etwas zu machen, ist dadurch eben durch diese Tritte unten rein, wo es super sensibel ist, dadurch eben auch zu bestrafen. Es ist halt so, man kann es, glaube ich, relativ einfach sagen, vor allem der Reitsport ist höchst problematisch. Und ich sag's direkt vorneweg, meiner Meinung nach sollte es den nicht geben, sollte der abgeschafft werden. Beim professionellen Reitsport geht es um sehr viel. Da geht es um Geld, es geht um Ansehen, es geht um Leistung. Und dort gibt es eben auch feste Regeln. Und das löst natürlich sehr viel Druck beim Pferd und natürlich auch dessen Reiter aus. Alleine dadurch wird schon zu viel strengeren, aber auch aggressiveren Erziehungsmethoden gegriffen. Guckt euch gerne zum Beispiel mal hier diesen Videoausschnitt an. Bei einem offiziellen Wettbewerb, hier eben auch von einem deutschen Team. Schaut euch das mal an. Und Annika Schleu. Ne, die Trainerin schreibt im Hintergrund, hau richtig drauf, hau. Und man sieht eben, wie diese Sporen immer wieder in die Seiten des Pferdes reingerammt werden. Also es ist halt so crazy, man kann das so im Fernsehen sehen. Es ist eine offensichtliche Tierquälerei, die aber einfach zu einem traditionellen Sport umfunktioniert wurde. Und jeder akzeptiert es dann einfach oder ist so, ja, ist ja normal, ist ja okay. Was halt voll absurd ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass immer mehr Experten wie auch Tierärzte, Ausbilder, aber auch die Reiter diesen Reitsport kritisieren. Und eben vor allem auch diese zunehmend aggressivere Reitweise. Ich habe auch ein Beispiel dafür, wie mit diesen Tieren umgegangen wird, und zwar mit dem teuersten Dressurpferd der Welt, das heißt Tortillas, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und das gucken wir uns gerade mal kurz in Kapitel 3 genauer an. Kapitel 3, Wunderhengst Tortillas. Tortillas galt als Wunderhengst und Rekordbrecher im Dressurreiten. Er wurde für 10 Millionen Euro nach Deutschland verkauft, natürlich eine ganze Menge Geld, was da natürlich auch eine Menge Druck aufbaut. Also das Pferd weiß natürlich nicht, für wie viel es verkauft wurde, aber auf diese Leute, die dieses Pferd gekauft haben. Dressur kann man quasi verstehen als eine Art Machtdemonstration, da das Pferd hier zum absoluten Gehorsam erzogen wird. Die Bewegungsabläufe sind, wie man in diesem Video hier auch gleich sehen wird, sehr unnatürlich für die Tiere und auch ziemlich kompliziert. Vor allem die sogenannte Rollkur wird häufig als Trainingsmethode beim zum Beispiel Dressurreiten oder Springreiten eingesetzt. Bei der Rollkur ist es so, dass der Pferdekopf mit den Zügeln zur Brust hingezogen wird. Es gibt eine ganze Menge Forschungen, die sich aber gegen diese Rollkur aussprechen. Nach einer Studie von dänischen und niederländischen Forschern aus dem Jahr 2012 hat sich ergeben, dass bereits nach 10 Minuten dieser Rollkur enorm viel mehr Stress im Pferd auskommt.
ausgelöst wird. Diese Trainingsmethode zählt also auf jeden Fall als Tierquälerei. Deshalb wurden dann auch die Besitzer von Tortillas angezeigt. Dazu sollte Tortillas dann auch keinen Zugang zur Weide gehabt haben. Tortillas fiel dann aufgrund von verschiedenen Verletzungen immer wieder in seiner sportlichen Laufbahn aus. Mal wegen eines Unfalls beim Deckeinsatz, ein anderes Mal wegen einer Verletzung am Überbein. Trotzdem musste der Hengst dann nach kurzen Pausen immer wieder zu diesem Spitzensport zurückkehren. Wie empathielos mit diesen Tieren umgegangen wird, verbeispielt auch die Europameisterschaft, an der Tortillas teilgenommen hat. Da hat ein Tierarzt beim Wettcheck ein Veto eingelegt, das aus gesundheitlichen Gründen Tortillas nicht weitermachen kann. Der wurde dann aber demokratisch überstimmt, die anderen wollten, dass das Pferd weitermacht. Und es ist halt schon crazy, dass man, obwohl man diese professionelle Einschätzung eines Tierarztes hatte, einfach demokratisch über die Gesundheit eines Pferdes abstimmen kann und die anderen einfach gesagt haben, nee, muss weiterlaufen. Und so musste Tortillas dann mit Schmerzen an dem Wettkampf weiter teilnehmen, bis er dann irgendwann schlussendlich disqualifiziert wurde, weil es zu viel war. Dafür wurden dann auch wieder fragwürdige Hilfsmittel eingesetzt, wie zum Beispiel die Sporen, also dem Tier eins reingeben, damit es eben weitermacht. Anstatt Tortillas dann aus Dank oder einfach auch Respekt diesem Tier gegenüber die letzten Jahre ein bisschen Ruhe zu gönnen, wurde er dann nach seiner Sportkarriere weiterhin als Deckhengst benutzt. Und so verbrachte Tortillas sein gesamtes Leben entweder im Stall, auf dem Trainingsplatz, auf Turnieren oder auf der Deckstation. Und Tortillas war nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, wie mit diesen Tieren umgegangen wird. Und genau das bestätigt auch Regina Reinwald in ihrem Buch, was sie dazu geschrieben hat. Und wie gesagt, sie hat 10 Jahre diesen Pferdesport intensiv begleitet. Professionellen Pferdesport kann man also sowohl aus subjektiver Betrachtung als auch aus objektiver Betrachtung als Tierquälerei bezeichnen. Dafür wird einfach viel zu wenig auf das Tierwohl geachtet. Man kann hier nicht argumentieren damit, das Tier möchte unbedingt Europameister werden oder hat so Lust auf diese Herausforderung. Das kann man das Pferd erstens nicht fragen und es gibt sehr, sehr viele Indizien und Anzeichen dafür, dass sich Pferde oft genug wehren und kein Interesse daran haben, mit Sporen beispielsweise gequält zu werden. So intensiv zu trainieren beim Reitsport, wo es um Geschwindigkeit geht, ist immens groß. Dazu folgendes spannendes Kapitel 5, Gewalt im Reitsport. Also wie gerade schon gesagt, ist Gewalt im Reitsport klarer Bestandteil, ohne den das Reiten eigentlich gar nicht richtig funktionieren würde. Die Frage ist, warum wird diese Gewalt gegenüber den Pferden so viel mehr toleriert und als normal angesehen gegenüber anderen domestizierten Tieren? Als Beispiel, wenn man einen Hund mit einer Peitsche schlagen würde, würde sich jeder denken, what the f***, das ist Tierquälerei, nimmt diesen Menschen den Hund ab, das geht gar nicht klar. Oder würde man den Kopf mit einem Metallteil im Mund so an die Brust ziehen, beim Hund, feste. Da würde jeder aufschreien, würde jeder sagen, das geht gar nicht klar. Bei Pferden wird dann oft gesagt, naja, die stecken das weg, das ist für die kein Problem, sind ja große, starke Tiere. Ich glaube, dass wir bei dieser Gewalt gegenüber dieser Pferde einfach sehr desensibilisiert sind, weil man es auch immer wieder so in den Medien sieht, zum Beispiel in Filmen oder auf Social Media, Filme aus dem Wilden Westen, wo Pferde dann mit einer Peitsche nach vorne getrieben werden oder halt die Pferde geritten werden und da eben die Zügel gezogen werden, diesen Sporn wird es so reingedrückt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein normales Bild. Wenn jemand das bei Reitern sehen würde, niemand würde sagen, Digga, was geht da eigentlich ab? Wie gesagt, bei einem Hund, du kannst doch den Hund nicht schlagen. Aber nur weil man so etwas schon immer macht, heißt es nicht, dass es das besser macht. Anderes Beispiel, Tierindustrie. Wenn man geboren wird in einer Familie, bei der es ganz normal ist, Fleisch zu essen, wie ich zum Beispiel auch oder so, da fragt man erstmal gar nicht groß, Massentierhaltung, ja, okay, Schweine alle da drin, ja, ist halt so, das passiert so. Man hinterfragt es erstmal nicht, weil es ganz normal ist. Und wenn man die Dinge mal hinterfragt und sich mal klar macht, so, wie kann das eigentlich sein, dann merkt man schon, dass sich vielleicht etwas ändern sollte oder dass es vielleicht gar nicht mal so gut ist. Vielleicht sagen jetzt aber auch manche, das kann man nicht vergleichen, weil zum Beispiel das Pferd ist viel größer oder ist viel stärker. Das kann man jetzt nicht einfach, ne, klar kann man einen Hund nicht auspeitschen. Die Frage, die ich zurückstelle, warum? Warum sollte ich das nicht vergleichen dürfen? Warum gilt bei Pferden grundsätzlich eine andere Art der Regelung bei Gewaltanwendung als bei anderen Tieren? Warum sollte es erlaubter sein oder moralisch vertretbarer, Gewalt gegenüber einem Pferd anzuwenden als einem anderen Tier? Würde dieselbe Gewalt im Tierheim stattfinden wie alltäglich in Pferdeställen, dann würde das zur Schließung dieser Tierheime führen. Im Pferdestall schreit keiner auf. Hinter all den Entschuldigungen oder Begründungen von der Anwendung von Gewalt gegenüber Pferden steckt oft eine ganze Menge Hilflosigkeit und Unwissenheit dahinter, weil man vielleicht den alten konventionellen Reitlehrern, Reitlehrerinnen glaubt, die sagen, ja, das ist so am besten, so funktioniert es. Ich finde, man sollte das grundsätzlich einmal hinterfragen und ich bin da super gespannt an der Stelle schon mal von euch eure ehrliche Meinung dazu zu hören, wenn ihr selber mal im Pferdestall gearbeitet habt oder vielleicht auch auf Pferden geritten seid. Was ist eure ehrliche Erfahrung damit, ehrliche Meinung? Und was setzt ihr so für Hilfsmittel ein? Ich bin ultra gespannt und seid, wie gesagt, super gerne auch mal ehrlich, was das Thema angeht. Aber grundsätzlich könnt ihr gerne ehrlich sein, das ist immer besser. Kurz noch Kapitel 6, was du tun kannst. Grundsätzlich natürlich erstmal Pferdesport nicht zu unterstützen. Das heißt, nicht an Pferdewetten teilnehmen, nicht zu Turnieren gehen, auch nicht Springreiten, Dressurreiten, einschalten, angucken.
Das ist eine Industrie, die sollte man nicht unterstützen. Grundsätzlich und allgemein sollte man Pferden keine Schmerzen zufügen. Sie sollten nicht geschlagen oder getreten werden, auch nicht für Erziehungsmethoden. Und es sollten auch keine Werkzeuge verwendet werden, die explizit dafür da sind, um dem Pferd Schmerzen zuzufügen. Denn das ist kein harmonisches Miteinander, auch wenn man es behauptet. Oder auch wenn man sagt, naja, am Ende ist es ja auch dem Tier zuliebe. Passiert es ja auch, damit das Tier hört, das ist im Interesse des Tiers. Alle, die mit Pferden zu tun haben, tragen hier auch Mitverantwortung. Das bedeutet, seid immer wieder dazu bereit, euer eigenes Handeln und Tun, eure eigenen Angewohnheiten kritisch zu hinterfragen. Das, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, muss nicht immer richtig sein. Und es ist nie zu spät, einen anderen Weg einzuschlagen. Seid bereit, Nein zu sagen, auch wenn euch euer Trainer oder Lehrer oder wer auch immer dazu auffordert, Gewalt gegenüber dem Pferd anzuwenden. Meldet euch zu Wort, wenn ihr beobachtet, dass gegenüber diesen Tieren Gewalt angewendet wird. Sich auch mal zu fragen, was die Ursache dafür ist, wenn das Pferd sich weigert, etwas zu tun. Denn das macht das Pferd nicht ohne Grund. Wenn ein Pferd nicht über das Hindernis springen möchte, dann hat es möglicherweise Angst, weil wenn es sich verletzt und wenn es hinfällt, kann das möglicherweise bedeuten, dass das Tier eingeschläfert werden muss, weil so ein Beinbruch bei einem Pferd komplett fatal ist. Sucht euch Rat und Hilfe bei Menschen, die es schaffen, Pferde gewaltfrei zu erziehen, denn das gibt es und es gibt Methoden und Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich bin super gespannt, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Ich muss selber sagen, ganz, ganz viel ist jetzt hier aus Recherche. Ich habe keine persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema. Ich bin nie geritten, also als Kind auf einem Pony mal. Das ist aber so lange her, da hatte ich gefühlt noch keine Entscheidungsmacht darüber. Ist übrigens auch eine Sache. Wenn ihr Kinder habt, schickt die nicht zum Ponyreiten oder irgendwo hin. Wenn ihr das seht, dass da Ponys in so einem Karussell, ich weiß gar nicht, wie das mal heißt, aber dass die immer im Kreis laufen und da Kinder tragen müssen, das ist alles Tierquälerei. Unterstützt das nicht. Gebt euren Kindern das nicht mit auf den Weg, dass man sich so gegenüber Tieren verhält. Das ist nicht der richtige Umgang. Das ist auch nicht das richtige Bild, was man Kindern vermitteln möchte. Das war's jetzt erstmal mit diesem Thema. Ich freue mich sehr auf nächste Woche Montag, denn dann gibt es wieder ein neues, sehr spannendes Video. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Habt einen guten Start in die Woche und bis dann.